Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und wie ihr am Titel schon lesen konntet, meine Freundin hat ihren Traum erfüllt. Und komm mal her, mein Schatz. Ja. Jetzt fangen wir an. Was war denn immer dein Traum? Und wovon hast du eigentlich als kleines Kind immer geträumt? Und was war so dein größter Wunsch? Also seitdem ich denken kann eigentlich, wünsche ich mir einen Hund. Genau. Und das war es eigentlich auch schon. Du wünschst dir schon immer einen Hund. Ja. Und leider hat es nie geklappt, wegen zeitlichen Gründen, wegen Schule. Meine Eltern arbeiten 11 Stunden am Tag. Und aus dem Grund. Ich bin in der Schule, ja, und deswegen ging das. Aber jetzt habt ihr die Zeit gefunden. Ja. Und Leute, guckt euch das Video einfach an. Mal ein bisschen mehr Unterhaltung heute. Natürlich auch Fitness. Der gewohnte Turn, den ich immer habe, wird auch vorkommen. Aber der Titel musste sein. Das ist einzigartig, ne, Schatz? Ja. Der Kleine ist einfach sowas von süß, Leute. Guckt einfach selber und der süßeste Hund, ich. Ich wünsche euch einfach viel Spaß. Und wenn ihr ihn auch mega süß findet und auch ein Haustier habt, einfach Daumen nach oben und in die Kommentare, was ihr für ein Haustier habt. Viel Spaß jetzt beim Video, Freunde. Guck mal, meine Freunde, der kleine süße Racker hier. Hallo. Na, Süßer? Was ist los? Komm mal her. Oh, ah. Hallo, Schatz. Willst du schön schlafen, Mädchen? Ah. Da freut sich einer. Justus. Guck mal. Hier haben wir noch ein bisschen. Ja. Yeah. Schön die Socken weißen, ne? So, Freunde, bevor wir jetzt Brötchen holen gehen, müssen wir erstmal mit dem kleinen Mann hier rausgehen, weil der ist nämlich auch gerade wach geworden. Und Schatz, wie lange hast du den Hund gewünscht? Und wenn ihr ihn auch total süß findet, gebt einfach mal einen Daumen nach oben. Guck mal, der Süße. Ja, der ist extrem süß. Aber der liebt auch gerne Füße. Und Schatz, um was handelt es sich hier? Das ist ein rein rassig englischer Beagle. Ja. Vom Züchter. Genau. Der ist 9 Wochen alt, oder Schatz? Ja, 9,5. Und der liebt Blätter, sehe ich gerade. Heute mal ein etwas anderes Video, ein bisschen Unterhaltung, Freunde. Aber das musste ich unbedingt aufnehmen. So könnt ihr sehen, wie er langsam aufwächst in den Videos. Richtig süß. Kannst du ihn ja immer mal wieder zeigen. Ja klar, immer Updates liefern von dem Kleinen, ne? Kleiner Mann, guck mal. Justus. Guck mal. Was ist das, Justus? Komm mal her. Ja. Ultra süß, ne, Schatz? Ja. Da freut sie sich. Justi. Guck mal. Justi, komm wieder zurück. Ja. Ja. Schön Masse aufbauen, Justi. Das schmeckt lecker, ne? Vor allem das Ding ist, dein Essen wird auch abgewogen. Täglich 75 Gramm, dreimal am Tag. So, Freunde, Hund ist schlafen gelegt. Auf jeden Fall ist das wirklich wie so ein kleines Kind, Schatz, oder? Ja. Wirklich nervend, raubend. Der muss nachts raus. Ich bin gefühlte, weiß ich nicht, 3-4 Mal wach geworden. Allein wegen ihm. Aber ist ja natürlich nicht schlimm. Aber ist wirklich mit einem kleinen Kind zu vergleichen. Würde ich jetzt so sagen. Ja, ist auch ein Babyhund, deswegen. Vielleicht sieht man das bei mir auch im Gesicht. Sehe schon ein bisschen mitgenommen aus. Ich bin echt down. Jetzt geht es erstmal zum Bäcker. Schön lecker Frühstück holen. Ja. So, Freunde, zeige ich euch, was ich mir jetzt zum Frühstück geholt habe und was ich jetzt essen werde. So, für mich gibt es einmal 2 Sonnenblumenkernbrötchen, die sind wirklich richtig geil. Das für meine Freundin, das Croissant auch und das Käsebrötchen teilen wir uns noch. Ja, also ich achte darauf echt, dass ich wirklich kein Weizenmehl, das heißt normale Brötchen esse und wirklich auf Vollkorn setze. Ist wirklich viel, viel besser. Hier ist natürlich auch Weizenmehl drin, aber besser immer noch als ganz Weißbrot. Aus dem Grund gönne ich mir das hier. Und das Käsebrötchen als kleiner Cheat am Rande. Die Hälfte davon kann man auch mal machen. Leute, falls ihr euch fragt, wo ich hier bin, ich bin bei meiner Freundin zu Hause. Ich habe nämlich hier geschlafen, weil ich sie einfach unterstützen will mit dem Hund und so. Aus dem Grund schlafen wir hier. Wir wohnen nämlich noch nicht zusammen. Wir wohnen getrennt. Ich wohne zu Hause bei meinen Eltern und sie bei ihren Eltern. Aus dem Grund, damit ihr Bescheid wisst und keine Fragen aufkommen. So, hier ist der Masterteller. Auf jeden Fall habe ich hier einmal ein Brötchen belegt mit Schinken, ganz normal. Dann habe ich noch ein bisschen von der Hähnchenbrust hier draufgepackt, eine Scheibe Bergkäse und dann habe ich jetzt hier noch Magerquark drauf und dann einmal die hier. Die schmeckt echt wirklich Hammer, Leute. Kann ich nur empfehlen.
Und auf der anderen Hälfte habe ich noch einmal Magerquark mit Himbeermarmelade. Auch wirklich richtig lecker. Das werde ich mir jetzt auf jeden Fall reinziehen. Mmh. So, die nächste Mahlzeit für den Hund gibt es hier auch. 72 Gramm, Schatz. Ja. Hier ist gute Hundefutter. Hier, kleiner Mann, komm her. Ja, ich muss erst was halt aufmachen. So, lecker essen. Ja! Da kommt man auch mal in die frische Luft. Da hat man auch Bewegung am Tag, einfach dann durch ein kleiner Kai hier. Komm mal hier. Kisti! Komm mal, Justi. So, Freunde, ich bin jetzt zu Hause. Und Leute, der Hund ist unglaublich süß, oder? Was meint ihr? Ey, man verliebt sich einfach, obwohl man ihn wirklich erst 2 Tage hat. Aber trotzdem ist das wirklich so ein, weiß ich nicht, so ein Feeling. Das ist unbeschreiblich, Leute. Der ist schon einem direkt ans Herz gewachsen. Wisst ihr, wie ich meine? Freunde, jeder, der ein Haustier hat, kann das mal bitte in die Kommentare schreiben. Und was für ein Haustier ihr habt oder hattet oder vorhabt, euch eins zu holen, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Oder einfach mal Fragen stellen. Würde mich mal interessieren, Leute. Und es sind nicht die optimalen Verhältnisse, weil ich relativ wenig geschlafen habe. Aber trotzdem steht jetzt ein hartes Beintraining an. Aber ich finde, man sollte sich nicht beschweren. Lieber das Positive rausziehen. Ich finde, viele Menschen gehen immer viel zu negativ ins Leben rein. Ihr habt zwar Rückschläge und habt vielleicht wenig geschlafen, aber das ist keine Ausrede dafür. Trotzdem könnt ihr hart ins Gym gehen. Und ich meine, auf einer Seite ist es zwar scheiße, dass ihr wenig geschlafen habt, aber ihr wisst, wofür ihr es getan habt. Also ich zum Beispiel jetzt für den Hund, das hat sich ja gelohnt. Und wir haben einen positiven Faktor drauf. Uns hat es eine Freude bereitet. Wir wissen, wofür wir es getan haben und es ist einfach positiv. Wisst ihr, wie ich meine? Habe ich es wirklich gerne gemacht. Jetzt steht ein wirklich hartes Beintraining an. Ich nehme euch mit. Ich filme euch mal ein paar Sätze ab und dann zeige ich euch, wie ich mein Beintraining so gestalte. Relativ simpel. Bis gleich. Freunde. Bevor es jetzt zum Sport geht, ziehe ich mir jetzt hier noch 4 Arginin-Kapseln rein. Einfach für die Durchblutung während des Sports. Auch beim Beintraining kriegt ihr Mörderpump. Kann ich echt wirklich nur empfehlen. Und mich haben viele gefragt, wie die Verzehrsempfehlung davon ist. Also wie viel man davon einnehmen sollte. Also ich kann den einfach so für Anfänger raten, einfach 3 Kapseln vor dem Sport zu nehmen. Und einfach mal zu testen und dann langsam ranzutasten. Ich bin jetzt bei 4 vorm Sport und es langt für mich vollkommen. Weil ich habe wirklich den Mörderpump. Müsste einfach mal testen und einfach mal vor dem Sport nehmen und gucken, vorher, nachher, wisst ihr. Ihr könnt es ja beurteilen, was ihr vorher für einen Pump immer hattet und Durchblutung und wie euch mit Arginin halt fühlt. Freunde, ganz dezentes Wetter heute mal. Jetzt fängt es an zu regnen, so Nieselwetter. Ich finde, das Wetter ist unerträglich, Leute. Immer dieser ständige Wechsel tut dem Körper einfach nicht gut. Ich ziehe jedes Mal hier meine Motorradstiefel zum Beintraining an, zum echt optimal. Hier mit Knöchelschutz habt ihr wirklich einen richtig guten Halt drin und perfekt dafür. Gym ist dann und ich hatte heute ein Beintraining. Ich bin erst mit wirklich schlechter Energie reingegangen und wirklich müde das ganze Training gewesen, aber ich habe das Beste rausgemacht. Ich war auch ganz zufrieden mit der Leistung und jetzt im Nachhinein fühle ich mich viel, viel besser und ich bin froh, dass ich wirklich da war und es voll durchgezogen habe. Heute ganz normal 8 Sätze Beinpresse gemacht, 3 Sätze Beinstrecker, 3 Sätze Beuger, 4 Sätze Waden noch dazu. Ich habe nicht alle Sätze abgefilmt, aber ist ja auch nicht schlimm. Ich wollte euch nur ein kleines Motivationsvideo so zusammenschneiden. Was ich euch damit sagen wollte, falls euch mal scheiße fühlt und wirklich keine Energie habt oder euch einfach denkt, ja, ich gehe heute mal nicht ins Training. Leute, bitte geht einfach mal hin. Das Feeling danach ist unbeschreiblich.
Also ihr fühlt euch auf jeden Fall viel, viel, viel besser und ihr seid froh, dass ihr wirklich hingegangen seid. Das ist wirklich meine Empfehlung, Mann. Und jetzt gibt es erstmal was zu essen. Ich und mein Vater kochen jetzt nämlich was. So, bei uns gibt es eine ordentliche Portion Rindersteak, 2 Packungen hier und dazu machen wir uns Back Potatoes, Leute. Echt eine richtig geile Mahlzeit. Und ich würde sagen, optimal nach dem Training, oder? Was meint ihr? So, Freunde, die Müdigkeit merke ich jetzt aber wirklich extrem. Ich habe jetzt auch wirklich Hunger und kann es gar nicht mehr aushalten. Aus dem Grund gönne ich mir jetzt hier so eine kleine Laugenstange. Mache ich öfters mal nach dem Training einfach eine Laugenstange rein. Einfach für Kohlenhydrate, weil ich schon gar nicht mehr richtig denken kann. Ich habe wirklich richtig Kohldampf und ich habe heute gefühlte, lass mich schätzen, 3 Stunden maximal insgesamt geschlafen. Und das ist wirklich gar nichts. Wenn man wirklich relativ viel Kraftsport macht, wirklich hart die Muskeln trainiert, auch schwer trainiert, merkt man das wirklich, wenn man wenig Schlaf hat, weil Schlaf ist das Wichtigste für den Menschen. Ohne Schlaf funktionieren wir nicht. Und aus dem Grund ganz, ganz wichtig. Und ich merke jetzt wirklich so eine Down-Phase. Wir haben jetzt 5 nach 6. Wir kochen jetzt, aber ich freue mich extrem. Mein Vater holt jetzt noch Brokkoli hoch. Da gibt es noch Brokkoli, so ein typisches Bodybuilding-Meal. Habe ich einfach richtig Bock drauf. So, nach der Anleitung bereiten wir das zu. Mal gucken, wie das wird. Bin ich echt gespannt. Richtig guter Tipp von mir für den Brokkoli, wenn ihr keinen Bock habt, den einfach zu kochen im Kochtopf. Einfach ein nasses Sewa drauflegen, ab in die Mikrowelle für knapp 5 Minuten und dann ist er auch gar. Ist viel, viel einfacher. So, Freunde, hier sind einmal die Backkartoffeln zum Warmhalten extra was drüber gelegt. Hier haben wir die Steaks nochmal garen lassen, nochmal 5 Minuten in den Ofen gepackt, scharf angebrannt von jeder Seite, in Alufolie, ganz, ganz wichtig. Und da ist der Brokkoli drin. So, Freunde, ich bin jetzt wieder bei meiner Freundin angekommen und das Steak war erste Sahne, Leute. Ich kann wirklich nur so sagen, das war was Feines und es hat wirklich richtig lecker geschmeckt. Ich bin jetzt halt noch zu meiner Freundin gefahren, ich bin wirklich echt down. Ich habe gerade die heftigsten Krämpfe in meinen Beinen bekommen, also meine Oberschenkel, also die Quads, die waren echt zu und boah, Leute, ich wusste gar nicht, wie ich mich bewegen sollte. Ich habe dann Magnesium reingepfeift, 2 Liter getrunken, eine Banane gegessen und alles getan, dass es einigermaßen geht und noch ein bisschen gedehnt. Jetzt geht es einigermaßen, aber immer noch, wenn ich ihn kurz nur kontrahiere, ey, der verkrampft direkt. Ich weiß nicht, was heute los war, aber heute ist echt down. Hallo, kleiner Mann, kleine Maus. Hast du Nico heute noch gar nicht so viel gesehen, oder Bibi? Direkt begrüßt von den kleinen Racker hier. Wirklich süß sowas. Oh, was möchtest du? So, Freunde, es gibt natürlich wieder was zu essen. Was haben wir hier, Schatz? Was hast du hier zubereitet? Deine Mutter eher gesagt? Die hat Thunfischsalat selber gemacht. Sieht auf jeden Fall heftig aus. Für alle, die Thunfisch mögen. Und was kriege ich noch? Eine gehacktes... Nee, wie heißt das? Wie nennt sich das? Lauch gehackte Suppe, auch selber gemacht. Leute, die habe ich gestern schon gegessen. Mit Vollkornnudeln. Das ist so heftig einfach. Die Schale ist voll schön. Das werde ich mir jetzt auf jeden Fall reinziehen. Ich probiere von beiden was. Die Lauchsuppe ist für mich, ne, Schatz? Immer fleißig trinken. Immer fleißig trinken. Dann könnt ihr die Krämpfe vermeiden. Auf jeden Fall, ich habe heute schon 4 Liter getrunken, trotzdem Krämpfe bekommen. Also manchmal liegt das auch wirklich nicht daran. Ich habe im Training wirklich mal was Neues ausprobiert, ein paar mehr Reps gemacht und den Muskel wirklich langsamer trainiert. Das heißt negative 3 Sekunden. Aus dem Grund, vielleicht deswegen, weiß ich nicht, neue Reize einfach gesetzt. So, Leute, ich gönne mir jetzt hier noch ein Stück Zartbitter. Hat mir meine Freundin auch gerade gebracht, die weiß ja, was ich mag. Aus dem Grund gönne ich mir ab und zu mal nach dem Essen einfach ein Stück Zartbitter, davon kann man wirklich nicht viel essen und die langt dann auch einfach so für den Geschmack einfach, sag ich mal so. Und wir haben jetzt schon spät, ich bin wirklich down, ich fahre gleich nach Hause. An der Stelle beende ich das Video hier und wenn euch es gefallen hat, Daumen nach oben. Ich sag bis zum nächsten Video, peace out.